So. Oh, warte mal. Ja. Ohne Schalassa-Segen kommt ihr hier nicht weiter. Es gibt so viele Stellen, wo man den Segen braucht. Okay, ich. Was? Ah. Ah, damit ich später nicht übersehe. Da ist der Brunnen. Der Leuchtturm war hier hinten irgendwo. Aber ich sehe gerade hier. Stimmt, da waren wir noch gar nicht weitergelaufen. Hier waren Banditen gewesen. Aber ist hier sonst noch was? Da scheint es weiter zu gehen. Sind hier irgendwo Schaufeln auf dem Boden? Nö. Ich guck mal ganz kurz hier weiter. Dann. Oh, hier ist sogar ein Punkt. Hallo, leeres Zelt. Oh. Okay, sie sollten unbedingt noch einen so einen Flap vor das Zelt machen. Weil es sieht sehr komisch aus, wenn man in ein Zelt reingucken kann und da ist nichts. Und dann ist da plötzlich ein Ork und eine Kiste und Deko-Zeug und was weiß ich. Möge Mutter Erde euch Kraft geben und dabei helfen, viel Wild zu finden. Huera grüßt euch. Du bist dann wohl Huera. Und das schreist du wohl auch immer wieder raus. Wir können Klatsch und Tratsch über Mutter Erde hören oder ihn anwerben. Lieferant. Huara ist Jäger. Huarea kann Nahrung auffinden, wo Schatzjäger keine vermuten. Also kostet 75 Gold sofort. Das ist vernachlässigbar. Das könnten sie ruhig mal 10 nehmen. 3% des Goldes. Und was genau bringst du? Du bringst Essen. Ja, wie viel? So ungefähr. Aber nö. Ich kaufe mein Essen lieber selber. Danke. Tschüss, Huria. Also ist ein Punkt setzen. Punkt. Huria. Essens. Org. So. Aber trotzdem schön, dass wir so eine große Auswahl an NPCs haben. Wie gesagt, an den NPCs, ich würde sie ein bisschen teurer machen. Also jetzt nicht unbedingt gleich so teuer wie das Pferd, aber das kauft man ja auch, das wirbt man nicht an. Oh. Oh. Gegner? Ach so, hier kommen wir nur rein wegen dem Segen, den wir bekommen haben. Schieß und brennen und Wurzel und Blitz. Du kannst sogar gewurzelt werden, sehr schön. Bist du jetzt einfach nur tot, tut mir leid. Oh, Nummer 2. Schieß und Wurzel widerstanden. Oh. Das da und das da und nächster. Oh, sehr gut. Oh. Warum hat das einmal geklappt und jetzt gar nicht mehr? Also die scheinen recht hohe Resistenz gegen Erde zu haben. Können wir nicht wegschubsen? Usch. Ja, können wir. Okay, dann gewinnen wir halt so. Wenn wir euch schon nicht festwurzeln können, dann pusten wir euch halt weg. Ah, wurzelt, sehr schön. Du schießt, brenn. Wurzel klappt. Schieß, brenn. Und nächste Runde bist du tot. Wurzel, Blitz, Schieß, brenn. Sehr schön. So. Was habt ihr denn hier Schönes? Wald von Yonchal. Sie fühlt sich beobachtet. Ja, okay, schlafen. Und erstmal hier weiter gucken. Und ich merke schon wieder, dass ich zu sehr abgelenkt werde. Achso, das sind die Dinger, wo man durchgehen kann, wenn man den Segen hat. Ja gut, also hier gibt es doch wohl mehr, als ich dachte. Das heißt, hier gehen wir auf jeden Fall... Komische Geräusche hier. Hier gehen wir auf jeden Fall gleich wieder hin. Aber, ne, bevor ich den Namen von dieser Tyria-Bucht vergesse, sollte ich die schnell abgeben, die Quest. So. Wo war jetzt der Ausguck? Der war nicht bei den tödlichen Gegnern. Nee, 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 nee. Da war ein komischer Hof. Und bei dem Hof waren noch mehr von den Schwarzmagiern und Todesrittern, was weiß ich.
Hier war ein Hof von einem Zwergenbauern. Hier ist der Aussichtspunkt. Der ziemlich abgefahrene Aussichtspunkt. Klick. Hallo. Peninsula Incognita. Lasst uns beginnen. Wie heißt die Bucht? Tyria. In der Tat. Wusstet ihr, dass dies tatsächlich eine Verballhornung des elfischen Tyria ist? Was die drei Juwelen bedeutet? Der alte Name bezog sich auf die drei kleinen Inseln vor der Küste. Okay. Nächste Frage. Ja, es werden ein paar mehr Fragen werden, denke ich. Große Fluss, an dem Kata liegt. Haben natürlich keine Ahnung. Deswegen gehen wir raus. Klick. Geht nicht. Okay. Geht nicht. Wir kommen wieder, wenn wir das ebenfalls herausgefunden haben. Kriegen wir das vielleicht über die Weltkarte? Da ist ein sehr großer Fluss. Warte mal, der Fluss führt bis zu Burgport Mehren und zu den verfluchten Ruinen. Das heißt, wo sind wir gerade? Da sind wir. Schmiedelemente. Das heißt, wenn wir von der Schmiedelemente nach Osten gehen würden, Richtung verfluchte Ruinen. Auch wenn ich mich gerade sehr schwer orientieren kann hier auf der Karte. Und dann zu dem Fluss kommen, dann könnten wir es da ablesen. Ja, ist ganz schön verwinkelt, der Wald. Ja, da geht's auch gleich wieder weiter. Hallo, wo kommst du denn her? Und wo kommt ihr denn her? Du gehst weg. Du wurzelst den da an. Du. Wir könnten den auch. Ja doch, wir pusten den auch weg. Dann kommen nämlich beide Erdelemente gleichzeitig auf dem Feld hier an und wir können sie Flächen schadieren. Und was ist das da? So, beide Erdelemente vor uns. Minotaur, Manticore sollte eigentlich jetzt rechts neben uns sein. Ach, wir haben ihn gewurzelt, okay. Dann können wir nächste Runde den Spruch hier machen. Das heißt, diese Runde machen wir noch so. Du machst unaufhaltsamer Angriff, damit 12 Schadenspunkte, ernsthaft? Na gut. Du machst einen Feuerball. Musch. Du könntest vergiften, aber ich denke nicht, dass Erdelementare vergiftet werden können. Auch wenn da nichts davon steht. Probieren wir aber mal. Oh, Erdelementar wurde erfolgreich vergiftet. Manticore ist dran. Gut, Blitzdings. Du machst dein Schild. Du machst einen Feuerball. Du machst Steinhaut. Tong, 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 tong. Du bist nur geschwächt, richtig? Ja, geschwächt. Blitzdings. Feuerball. Weg mit dir. Au, 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 au. Na, komm ran. Warum kommst du nicht? Na gut. Dann halt dich. Und das da. So. Und hier. Jetzt bist du da. Dich töten. Dich wurzeln. Dich können wir nicht mehr wegschubsen, also hauen wir dich. Blitzen dich und werden gehauen, oder ist okay? Weil das einfach mal so eben wegregeneriert. Sehr schön. Und seht endlich ihren Stufenaufstieg. Wie hatten wir das bei denen hier gerade gemacht? Vitality 20. Das heißt, du kriegst da da und da da. Bestätigen. Und Fertigkeiten. Erdmagie ist sie noch keine Meisterin. Oh. Stimmt, Tirik ist Meister geworden. Wir sollten ihm auch mal Meisterzauber kaufen. Aber ihr dauert das noch. Magischen Fokus hatten wir schon mal gesteigert. Ihr könnt beidhändige magische Foki führen. Ihr könnt zwei einhändige magische Foki führen. Ach so.
kannst sogar zweihändige Fugge führen. Nein, kannst du nicht. Ich bin fast für Ausdauer bei ihr. Oder halt noch mehr Mystik, also noch mehr Zauberpunkte. Da hätten wir wieder einen 10% Bonus auf Zauberpunkte. Ich mache mal hier 2 Punkte, dass sie Experte werden kann und dann noch 1 Punkt da. 1 Punkt da. Bestätigen. So, die Schwächung müsste bald weg sein. Tirik hat aber fast keine Mana mehr. Hatten wir hier einen Brunnen in der Nähe? Nicht direkt. Aber ich glaube, ich laufe trotzdem mal einen kleinen Umweg zu dem Brunnen hin. Damit wir uns das Essen sparen. Der Brunnen müsste nämlich direkt hier am Wasser gewesen sein. Oder? Ich hatte mir hier irgendwo einen Brunnen notiert. Ist hier noch was zu erforschen? Oh, was ist das da? Oh, ein Haufen Steine, okay. Ah, da ist er. Wusste ich's doch. So, darum. Klick, schon besser. Und du wirst irgendwie nicht besser. So, kann nur entzaubert werden. Heilt anvisierte Geschwächte. Zack. Schon grinst sie wieder. Sehr gut. Da ist schon wieder so ein Schrein. Also einer von den Schreien, die wir auch in Akt 1 schon hatten. Wo denn stand, wir müssen an dem und dem Tag das und das machen. Oh. Minotaure. Manticore. Erdelementar. Ich glaube, da will ich noch nicht lang. Ich glaube, ich gucke erstmal hier hinter weiter. Und dann haben wir auch noch direkt an der Stadt. Direkt an der Stadt haben wir auch noch das Gebiet mit den Banditen. Da ist noch ein Taube. Aber er ist alleine. Hallo, kleiner Bussi-Bär. Gift. Und Ritzel. Und Sport abgewehrt. Zack. Gerukon, der ein Schild hätte zaubern sollen, hat es nicht gemacht. Dann hat er auf den Deckel bekommen. Ist ohnmächtig. Das heißt, du musst den da. Du kannst den nicht wegschubsen, weil er mit dem Rücken zur Wand steht. Wird zurückgestoßen, ja. Ich glaube nicht, dass zurückgestoßen auch um die Ecken pustet. Das heißt, wir müssen jetzt hoffen. Wow, okay. Du, trink Trank. Du Blitzel, du das da. Gerugon, wach auf. Wow, okay. Du, Schutz. Du, Regeneration tickt noch und dürfte gleich Tirik aufwecken. Du, heil trotzdem mal. Und du töte. Ich hätte Wurzeln und Blitzen sollen. So, tot. Kehrt zu Jassa zurück. Ja, nee, nicht. Oh. Nicht jetzt. Regeneration tickt. Gift. Ritzel. Noch ein neues Schild. Du. Unaufhaltsamer Angriff. Und. Wurzel. Ja. Eine Kristallkugel. Was machst du? 9 bis 11. Plus 9 Schadenfeuer. Also wahrscheinlich nur im Nahkampf. Hm? Trotzdem besser. Du ziehst wie viele Punkte ab? 24. Haben wir dafür schon genug Fähigkeit für? Stufe 8. 8 mal 2 sind 16. Nö, fehlen noch zu viele Punkte. Genau, Talana. Talana kann nicht verstehen, warum die Elfen den Wald so mögen. Es ist ja nur grünes Zeug. Und mehr grünes Zeug umgeben von grünem Zeug. Sehr gut, Talana. Ist ja nicht so, dass direkt neben dir eine Elfe steht. Aber das scheint ihr ziemlich egal zu sein.